Wo ist Pressburg? Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Kann man die Karte auch irgendwie noch ein bisschen rauszoomen? Irgendwie? Noch weiter. Mausrad? Mausrad, aber noch weiter nicht. Ansonsten muss man auf der Karte gucken. Wo soll's hingehen? Cross, musst du nicht noch jemanden verbannen? Ob ich noch jemanden verbannen muss? Oh, was sind das für rote Punkte? Ich sehe gerade massenhaft rote Punkte auf der Karte. Das sind meine. Herzlichen Glückwunsch. In ja. Seiner wahrlich großen Weisheit hat so, der ich habe jetzt den Titel frei, Herr. Einen neuen Titel. Hm. Oh, da ist Pressburg. Kein Weg ist mir zu weit. So. Ja, jemanden verbannen. Was ist? Egal, ist zu spät. Ja. Und gleich ist Amtssitzung, hä? Jetzt. Ja. Der König ist nicht anwesend, hm? Ja, warum wohl? Wie oft entführt ihr bitte den König? Oh, Leute, gelber, lauter gelber und schwarzer Leute. Das und hell, vergiss hellblau nicht. Hiermit eröffne ich die heutige Sitzung. Hey, cool, ich führe jetzt die Sitzung. Finde ich gut. Auf der Tagesordnung steht die Debatte. Die Erleuchtung. Ist sie die Königin? Nee, das ist meine Frau. Feldherr. Der Bewerber hat sich eingefunden. Da sich nur ein einziger Bewerb. Danke, danke. Ihr werdet das noch früh genug bereuen. Sehen, dass. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Die Stelle des. Folgende Person. Schwantiger. Da sich nur ein einziger Bewerber endlich für das Amt eingefunden hat, lasst ist uns nun. Ey, klickt mal nicht weg. Ehrenwerte Amt. Ich mach nichts. Folgende Person hat sich Gerald von Rieber. Da sich nur. Danke, danke. Ihr werdet es noch früh genug bereuen. Auf der Tag. Die Position. Folgende Person. Da sich nur ein. Danke. Lasst uns nun um. Das Amt des Pachtmeisters. Unglaublich. So dankt ihr mir also meinen selbstlosen Einsatz für die Stadt. Folgende Bewerber hat. Die Wahlberechtigten sind. Gerald von Riva. Warum denkt ihr dem Rat weiterhin gut? Ich denke nicht, dass ich mir etwas zu Schulden habe kommen. Erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Wen von denen magst du noch am ehesten? Annelie Braumann, würde ich sagen. Ja, ich auch. Vielen Dank für die lieben Worte, mein Herr. Die könnten mich ruhig mal bestechen. Oh. Wir werden nun. Damit ist die Wahl. Juhu! Lasst uns nun um folgenden Amtssessel. Den unterhaltsamen Henker. Folgende Person. Die Wahlberechtigten sind. Warum denkt ihr dem Rat weiter? Das ist eine gute Frage, Kreuz. Warum denkst du, du kannst das? Weil ich ansonsten dafür sorge, dass ihr alle im Höllenfeuer brennen werdet. Lächerlich. Erst einmal eine kurze. Lächerlich. Ich glaube, ich will Joachim Rosmeisel. Bei dem bin ich so weit in der Freundschaft. Nämlich gar nicht.
Du kannst mich ruhig bestechen, also. Kann ich gerade nicht. Ich bin gerade leicht knapp bei Kasse. Ah, okay. Ruhe. Lasst uns einfach abstimmen. Enthalte ich mich? Nein. Wie kann man sich denn auf ein Amt in einer anderen Stadt bewerben? Du musst, du musst deinen Wohnsitz in diese Stadt verlegen. Juhu. Echt? Freunde, vielen Dank für Sag mal, geht einfach in die Stadt ins Rathaus und bewirbt sich? Das heißt, du musst in der Stadt ein Haus kaufen? Die Umsatzsteuer wurde geändert. Eine Ortschaft hat sich fortentwickelt und neue Stadtrechte hinzugewonnen. Pressburg ist jetzt auch Kleinstadt. Okay, da. Ja? Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Was kann ich als Kardinal jetzt eigentlich? Kreuzzug anführen, Wunder wirken. Randige, bewirb dich mal bitte auf Landesherr mit dem Xuan-Digger vielleicht. Mach ich gerade. Die Schlange ist mal wieder unendlos groß. Hier, das ist meine Amtsbewerbung. Stimmt hingegen. Cross, kannst du mir wieder ein bisschen Geld zukommen lassen? Grad schlecht. Ist in der Sitzung? Nein, ich habe gerade kein Geld. Okay. Aber das dürften wir gleich wieder haben. Ja, warte. Ich möchte entweder eins von beiden. Ich möchte entweder gut Geld erwirtschaften können alleine oder ich will irgendwie gut in die Politik kommen. Im Moment klappt beides nicht. Das ist ungünstig. Okay, jetzt habe ich wieder Geld. Wie wär's mal mit bewerben? Die Arbeit wartet. Ja, dafür bräuchte ich erstmal ein bisschen sicheres Einkommen. Das ist doch sicheres Einkommen. Fuck, die Liste ist voll. Ich habe ja teilweise noch nicht mehr genug Geld, um mich für das Einfachste zu bewerben. 250 Gold? Die Rechtsprechung wurde geändert. Oder warte mal. Oder wie teuer ist denn? 375. Jemanden bestechen. Wichtige Einheiten, Freunde. Patricia Aste della Nova. 862. 826 meine ich. So, Gebäude erweitern. Nein, Gebäudestufen. Da. Bam. Ich baue mal mein Haus aus. Sehr schön. So. Der Tag ist zu Ende. Jo. Speichern. Ja, ich könnte wirklich wieder Geld gebrauchen. Ist schon dabei zu bestechen. Ein Gebäude wurde aufgebaut. Ich glaube, du bestichst mich gerade vor Phinoxys Gutshof oder was es ist. Das kann gut sein. Ich kann in der Tat, das habe ich gesehen. Eingehen. Jemand lässt sich von euch bestechen. Jetzt weiß ich, wem deine Loyalität gehört, Cross. Errare humanum e variatio delictat. Auf ans Werk. Und wem? Nicht deinen Verbündeten. Ich benutze eigentlich Cross Geld groß zum größten Teil, um Schulden zu bezahlen. Echt?
Bei mir ist bisher noch nichts angekommen. Ich meine, mein Minusgeld. Ah, Mann. Ich glaube... Oh, was ist denn hier? Oh, eine Minischlägerei. Was? Rendigers Schergen vermöbeln irgendwen. Jemand übergibt mir jetzt gleich einen falschen Federhandschuh? Ja. Das tue ich. Aha, was macht das? Ich glaube, dann hast du eine Feder mit Aster. Oder? Moment. Ich schätze mal schon, mal gucken, ob das funktioniert. Eine Feder mit Aster, okay. Aster, das könnte ein bisschen was für dich schwieriger machen. Warum? Was wollt ihr denn machen? Kann man da überhaupt noch verbündet werden? Was? Wir hatten schon eine Anklage eingereicht. Gegen die Annelie Wagner, gegen die wollte ich gerade eine Anklage stellen. Okay. Und hat es irgendwas gebracht, Kost? Gerald von Riva hat euch erzählt, dass Aste de la Nova schändliche Lügen über mich verbreitet. Und tut er wirklich. Bei mir steht, Gerald von Riva hat Michael Kors schändliche Lügen über euch erzählt. Seid ihr denn wenigstens noch verbündet? Werden wir schon sehen. Warte, wichtige Einheiten. Ja, er steht unter Freunde noch drin. Okay, gut. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich hier so richtig machen soll. Ich brauche irgendwie Geld. Arbeit ist meine Leidenschaft. Aber das Problem ist, meine Leute arbeiten kaum, weil es entweder zu kalt ist oder... Ich weiß, was ich gerade die ganze Zeit noch machen wollte. Ich bin auch gar nicht müde. So, Aste, du kriegst jetzt nochmal Geld. So gütig bin ich. Oh. 1000 hast du gerade bekommen. Okay. Damit kann man doch schon was machen. Zum Beispiel deine Schulden bei... Stimmt, sonst wachst du noch irgendwann ohne Hände auf. Ja, ohne Kopf. Und ohne Hände. So. Gelb. Hände werden nicht so gut bezahlt. Randiger, wie viel Geld forderst du denn eigentlich von mir? Das 5000? 5000. Du bist ja aber dabei bewusst, dass das noch sehr lange dauern kann. Mach erstmal eine Anzahlung vielleicht. Ja. Damit er merkt, dass du es ernst meinst. Ihr seid der Meister. Kann er gegen mich eine Anzeige machen? Anzahlung. Immer zeig ihm, dass du überhaupt zahlen willst. Ja, das wäre sinnvoll. Bin schon unterwegs. Hast du denn deine Söldner, die du gegen mich für mich brauchst, überhaupt schon entlassen, dass sie nichts mehr kosten? Der Karren knarrt. So, was haben wir denn hier so schön? Die Frau des Königs wurde angeklagt. Was, die Frau des Königs wird angeklagt? Annelie Wagner oder was? Was, wo stumm? Wo soll's hingehen? Hä, was sind das? Wo sollen diese Diebe sein? Es war hier etwa von dem hier. Oh! Das gehört wohl jetzt jemandem. Oh, ich merke gerade, meine Frau ist von Lepra befallen.